dauert bis zur ersten Kontaktaufnahme mit dem Gegner Vidal. Das ist Thomas Müller. Erster Abschluss. Gut zwei Minuten sind. Wie der Vidal da drauf geht. Er soll der allererste Störenfried sein. Erster Abschluss Real Madrid. Hat sich ja in der letzten Saison ganz schnell beim größten Verein der Welt akklimatisiert. Schön, aber nicht gefährlich. War Vertrag gleich mal bis 2020 verlängert. Alaba. Den lässt er in die Mitte abprallen. Flattert, aber na, den muss er festhalten oder zumindest zur Ecke klären. Lauf. Gut gesehen. Der Raumdeuter Thomas Müller. Vidal, da kommt Douglas Costa. Erst Keylor Navas. Da war ein bisschen Glück dabei. Flipper zwischendurch und dann kommt Costa. Na, Navas war gar nicht dran, es war Carvajal und dann Sergio Ramos. Aber offensiv, da hapert's. Rechts fehlt alles. Und dann ist es der Pfosten nach dem abgefälschten Schuss von Thomas. So, der wäre ein anderthalb Meter rechts vorbeigegangen und so geht er links an den Pfosten. Die größte Chance des Spiels nach 38 Minuten. Einen Spielern und dann sind sie ins offene Messer gerannt. Douglas Costa setzt sich durch gegen Nacho, sieht Mario Götze. Im Pfostenschuss von Thomas Müller nochmal die Szene da hinten. Mario Götze ganz von rechts außen mit links. Da stehen drei Realspieler auf der Linie und Navas kommt ran. Nacho ausgetanzt von Costa. Hoch wäre besser gewesen. Zu lang nachspielen zu lassen. Carvajal, die letzte Szene wahrscheinlich. Jesse, da ist... Oh! Toni Kroos, der hat einen feinen Schuss. Nächste Prüfung der alten Kumpels. Jetzt rechts unten. Dann auch als Aufsetzer. Werden sie einen, den sie vielleicht noch nicht kennen, zu Gesicht bekommen. David Alaba. Also wenn man die Hierarchie auch an Standardsituationen festmacht, dann hat er sich schon ganz schön nach vorne gespielt. Douglas Costa. Ja. Bayern geht auf die Führung und macht sie dann auch. Dem rechten Fuß, wenn ich es richtig gesehen habe. Bisschen Sohle auch dabei, oder? Aber... Ah nee, Außenriss, ne? Wollte gerade sagen, die Stollen sind mitbezahlt, aber es war der Außenriss. Ja, und wenn du als Torwart aus dem Fünfer ein Gegentor bekommst nach einer Flanke, dann spricht das auch nicht unbedingt.